Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach ein Dankgebet. Er brach das Brot und reichte es seinen Jüngern und sagte: Seht, das ist mein Leib. Liebe Schwestern und Brüder, herzlich willkommen zu unserem Impuls heute am Gründonnerstag. Am Gründonnerstag feiern wir, wie eingangs erwähnt, das letzte Abendmahl. Jesus sitzt mit seinen 12 Jüngern gemeinsam am Tisch. Jünger, wenn ich den Begriff höre, muss ich gestehen, er ist heutzutage ziemlich aus der Mode. Also habe ich mich mal an die griechische Bibel gewagt, um mal zu verstehen, was Jünger eigentlich bedeutet. In der Bibel stieß ich dann auf den Begriff Mathetai. Mathetai heißt allerdings nicht nur Jünger, sondern in der Grundbedeutung steht es für was ganz anderes, nämlich es heißt Schüler. So kann man sagen, dass die Jünger Jesu Schüler waren und er ihr Meister. Und man kann für den Gründonnerstag auch sagen, es sitzen hier 12 Schüler um ihren Lehrer und feiern mit ihm gemeinsam das letzte Abendmahl. Am Gründonnerstag feiern wir noch einen anderen Akt, den Jesus mit seinen Jüngern vollzog. Nämlich, er wusch ihnen bekanntlicherweise die Füße. Denke ich nun daran, dass hier ein Meister und Lehrer seinen Schülern die Füße wäscht, so fällt es mir sehr schwer, das auf die heutige Realität zu übertragen. Das würde kein Lehrer mit seinen Schülern machen, auch kein Religionslehrer. Doch was passiert hier eigentlich? Jesus, von göttlicher Abstammung, er macht sich klein und erweist seinen Schülern, die eigentlich unter ihnen stehen, einen wertvollen, freundschaftlichen Dienst. Er kommt runter vom hohen Ross und erniedrigt sich. Dahinter steckt die Botschaft, dass er als Lehrer zum Vorbild werden will. Und er sagt schließlich zum Abschluss: So wie ich an euch meinen Dienst tue, so tut auch ihr einander euren Dienst und wascht euch einander die Füße. In dieser herausfordernden Zeit erlebe ich das ganz genauso. Ärzte leisten, weiß Gott, nicht nur ihr Pflichtprogramm, sondern sie haben ganz viel Engagement und opfern ganz viel Zeit für die, die vielleicht unter ihnen stehen in der Gesellschaft. Sie kümmern sich um sie und auch wenn das keine Erniedrigung ist, so ist es doch eine wertschätzende Hinwendung, die nicht nur Jesus bei seinen Jüngern hat, sondern auch Ärzte und Pfleger bei den Patienten. Und diese Wertschätzung und Aufopferung erlebe ich auch in ganz vielen anderen Berufen, die zurzeit sehr stark gefordert sind. Ich sehe eine Parallele. Dieser Dienst entspricht haargenau dem der Fußwaschung. Hier geschieht Christlichkeit. Hier wird die Botschaft von Jesus in einem völlig anderen Kontext umgesetzt. Und gerade auch wir haben in dieser Zeit die Aufgabe, als Jesu Schüler zu lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen, zu lernen, solidarisch miteinander zu leben und zu lernen, was es heißt, im Leben zu bestehen, uns klar zu werden, welche Wege will ich gehen und welche Irrwege bin ich gegangen. Heute, am Gründonnerstag, beginnen die drei heiligen, großen österlichen Tage. Es ist nicht nur so, dass die letzte Begegnung Jesu mit seinen Jüngern am Altar den Lernprozess beendet. Nein, die Jünger erfahren in den kommenden Tagen bis zum Osterfest ihren größten Lernprozess, den sie je hatten. Sie waren enttäuscht, sie waren angeschlagen und ihnen wurde durch den Tod Jesu der Boden unter den Füßen weggerissen. Und doch hat Jesus an Ostern sein großes Meisterstück mit der Auferstehung gewirkt. Aus diesem Meisterstück erwuchs ein großer Glaube bei den Jüngern. Ein großer Glaube mit Gehalt,
ein Gehalt, der bis heute trägt, bis zu uns, die wir heute Jünger und Schüler von Jesu Christi zugleich sind. Gott ist uns nahe und gerade in dieser österlichen Zeit können wir nicht nur darauf vertrauen, sondern das auch spüren, dass der Tod wird vom Leben besiegt. Gott siegt über ihn. In diesem Zeichen wünsche ich Ihnen auch besonders viel Gesundheit in den kommenden Tagen und ein gesegnetes Osterfest in Ihrer Familie. Bleiben Sie gesund.